Nein, der da. Kommt mir nicht so würdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Sehen wir, ob du die Entzündung wert bist. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Sei kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Come on.
Deckung! Worauf wartest du? Na los! Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst, und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Zurücklassen! Merle ist auf der anderen Seite!
uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringt. Der Stadt wird mich retten. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Da! Ein Leuchtfeuer! Jede Minute kreuzen hier noch mehr Peggys auf! Die Sechse sind Verstärkung! Go.